Hochbeet bauen und es mit Kompost befüllen, damit man im Frühjahr ein richtig tolles Hochbeet mit richtig guter Erde hat. Wenn dich das interessiert, bleib dran, denn direkt nach einem kurzen Intro werde ich dir mehr darüber berichten. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Zusch im Garten. Wenn dich Gartenvideos interessieren, lass unbedingt ein Abo da, damit du immer wieder die neuesten Gartenvideos von mir erhältst. Ich habe hier ein Hochbeet gebaut aus Paletten, wie ihr sehen könnt, zusammengeschraubt. Ich spiele euch mal kurz einen Trailer ein, wie ich das gebaut habe im Zeitraffer, damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert. Diese kleinen zusätzlichen Fächer habe ich unten mit einem Brett verschraubt, sodass die Erde nicht mehr raus kann, und habe in das Innere Gartenvlies eingelegt, sodass das Wasser noch durchdringen kann, damit keine Staunässe entsteht, und ja, diese Fächer dann mit Erde befüllt. Da könnt ihr Erdbeeren, Geranien oder irgendwelche dekorative Pflanzen reinmachen. Ihr könnt hier auch Radieschen reinsetzen oder Pflanzen, die halt einfach kleiner bleiben. Ja, ansonsten habe ich das Hochbeet mit Kompost befüllt, was im Winter angefallen ist, was im Herbst abgeschnitten worden ist, Äste, ja, Pflanzen, die ja nur einjährig waren, die weg mussten. Ansonsten könnt ihr euren Bio-Kompost in das Hochbeet einwerfen und das natürlich dann immer wieder mit Erde abdecken. Zwischendurch immer ein Stück Erde drauf, damit sich der Kompost gut zersetzt. Ich habe die Paletten mit Leinöl eingestrichen. Verlinke ich euch alles unten mal in der Videobeschreibung, was ihr dafür benötigt, damit ja diese länger halten. Achtet darauf, dass ihr Paletten kauft, die wirklich aus Holz sind, die nicht hier in den Füßen Bresssparn haben, denn die quellen euch auf und gehen euch kaputt. Also es müssen richtige Holzpaletten sein, also diese Euro-Holzpaletten. Darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Dann habe ich im Inneren Gartenvlies ausgelegt, damit von unten nicht unbedingt die Schädlinge eindringen, Wühlmäuse und so weiter. Die können zwar trotzdem durch, ihr könnt ganz unten noch ein Hasendraht reinlegen, wenn ihr das möchtet. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe es einfach nur mit Gartenvlies ausgelegt, damit auch durch die Ritzen keine Erde entweichen kann. Um den Gartenvlies zu befestigen, nehme ich einen handelsüblichen Tacker. Den verlinke ich euch auch unten mal und tacke den Vlies einfach an den Paletten fest. Wichtig ist, dass ihr den obersten Schlitz zumacht, damit euch da die Erde nicht rausschwemmt. Ja. Wenn ihr dann alles festgetackert habt und euer ganzes Schnittgut darin ist, dann müsst ihr das Hochbeet noch mit Erde auffüllen, ungefähr in der Höhe, wo jetzt der Gartenvlies sitzt. Ja, und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich noch Regenwürmer reinsetzen oder andere Tiere, aber die werden auch von alleine kommen. Wenn ihr Kellerasseln findet, die sind ganz wertvoll, packt diese mit rein in euer Hochbeet, denn die machen eigentlich die gleiche Arbeit, die der Regenwurm macht, und zersetzen die, ja, die Pflanzenreste, und ihr habt damit
Und ihr habt damit natürlich noch einen großen Vorteil. Und die Kellerassen wollt ihr eh nicht im Keller haben. Also rein ins Hochbeet damit. Ja, und dann könnt ihr auch schon bald anfangen mit dem Einpflanzen. Aber wie gesagt, erst noch die Erde rein und dann kann es losgehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es damit weitergeht, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin oder baue dir dein Hochbeet bzw. schau dir weitere Videos von mir an. Ciao.